Hi, hallo. Mein Name ist Mechnikatan Reverdi. Und mein Name ist Johanna Jülich. Und wir haben gerade die Bars ausgetauscht und wollten ein bisschen mit euch das teilen, wie es uns jetzt gerade geht und wie wir zu den Bars gekommen sind und was die Bars in unserem Leben verändert haben. Johanna, magst du anfangen? Genau. Ja, ihr merkt vielleicht, wir strahlen gerade total. Das ist eines, was die Bars verändern. Ja, absolut, nicht wahr? Das ist so, wenn man sich angespannt fühlt oder irgendwie müde, unausgeglichen, grummelig, urleidig wird man hier im Schwabenländle sagen, dann genau. Sind die Bars natürlich einfach... Das Gedankenkarussell so rattert, ne? Und du gar nicht mal zur Ruhe kommst. 1A-Mittel. Jedoch, auch wenn es euch gut geht, also auch wenn man keine Probleme hat und wenn man sich gut fühlt, kann man die Bars austauschen. Ich habe heute Morgen zum Beispiel, mir ging es einfach blendend, und ich bin zu Johanna gekommen, weil ich und Johanna, wir hatten uns verabredet zum Bars-Austausch. Und ach, das war jetzt einfach nur unglaublich entspannend und beitragend. Und ich kann so richtig wahrnehmen, wie die Veränderungen in mir so... arbeiten. Ja, Bars zu empfangen, das ist einfach immer wieder total schön, weil man fährt wirklich so in so einen ganz tiefen Ruhezustand runter, ne? Und zwar wirklich, ist wirklich das Gehirn, was so runterfährt, und man kommt in so eine tiefe innere Ruhe, und das löst bei mir auch immer so einen tiefen inneren Frieden aus, ne? Absolut. Und aus diesem Frieden heraus dann wirklich sein Leben weiterhin zu gestalten, das eröffnet so viele andere Möglichkeiten. Ich dachte auch vorhin, dass es wirklich so diesen, wenn wir so Druck im Leben haben und ganz viele Sachen, die wir machen wollen, ist es ja auch ein Druck, den wir von innen heraus aufbauen. Und es ist so unglaublich, wie der Druck aufgelöst wird und man wieder aus diesem Spaß heraus agieren kann. Also immer noch die Sachen macht, aber viel mehr aus einer Freude und Leichtigkeit heraus. Das ist so das, was ich, glaube ich, auch am faszinierendsten finde. Ja, genau. Und man gewinnt einfach auch so viel mehr Klarheit und kann wieder viel deutlicher unterscheiden, was ist denn eigentlich wichtig und was kann ich einfach weglassen. Genau, genau. Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Prioritäten? Was braucht meine Aufmerksamkeit? Und das ist es, was die Bars jetzt, glaube ich, momentan bei uns ausgelöst haben, wohingegen Johanna und ich schon ganz lange Bars austauschen und das ganz viel in unserem Leben verändert und bewegt hat. Wann haben wir angefangen, Johanna? Kannst du dich erinnern? Ich weiß nicht, ich kann ja sagen, wann ich angefangen habe. Also als wir angefangen haben auszutauschen, regelmäßig. Es ist in etwa so 2,5 Jahre her, würde ich mal sagen. So 2 bis 3 Jahre. Also vor 2,5 Jahren ungefähr haben Johanna und ich habe irgendwie auf unserer Seite hier Access Consciousness Deutschland oder DACH gepostet und habe geschrieben, hey, ich suche jemanden, der mit mir Bars austauschen würde in der Region Tübingen, und daraufhin hat sich die Johanna gemeldet. Und dann haben wir das, glaube ich, ein Jahr lang ziemlich regelmäßig, fast wöchentlich gemacht, dass wir uns ausgetauscht haben. Und es hat so unglaublich viel bewegt und es hat sich so unglaublich viel verändert in unser beider Leben. Absolut. Also, und das ist, und wir lachen viel mehr seither. Ich habe schon immer so viel gelacht. Das stimmt, immer so viel. Ich habe ganz wenig gelacht, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich habe gar nichts zu lachen. Ne? Mhm. Also bevor ich die Bars kennengelernt habe, war ich wirklich in einem Zustand, da habe ich gar nicht mehr gelacht. Ne? Das ist krass, ne? Es hat so viel verändert. Und also das war so lustig, ich bin zu meinem ersten Bars-Kurs gegangen, da wollte ich gar nicht hin. Echt? Ja, ich habe vom den hier das Buch Sei du selbst und verändere die Welt gelesen. Falls ihr das noch nicht kennt, super Buch, super ein Buch. Must-Read. Er verrät da ganz, ganz viele geistige Werkzeuge, die du nutzen kannst, um dein Leben zu verändern. Und da wollte ich gern mehr davon lernen. Okay. Und wollte die Kurse machen bei Access Consciousness. Genial. Aber der Grundkurs sind die Bars. Und ich dachte damals, ach, was interessiert mich dieses komische Zeug mit diesen Punkten am Kopf? Das ist so lustig. Ich habe den Kurs wirklich nur gemacht, weil ich die anderen Kurse machen wollte. Das ist genial. Und als ich dann zum ersten Mal die Bars empfangen habe, da dachte ich so, boah, das ist der absolute Wahnsinn. Da passiert wirklich was in meinem Gehirn. Da verändert sich was. Das wird leichter. Mhm. Und dann wusste ich, in dem Moment, wo ich meine erste Bar-Session gekriegt habe, wusste ich, boah, das will ich beruflich machen. Geil. Das muss ich mit anderen teilen. Das ist so genial.
das muss irgendwie raus in die Welt. Das muss eigentlich, jeder sollte das können. Jeder sollte es können, nicht wahr? Das war ja, also bei mir war es auch so. Ich habe anders. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht und während meiner Yogalehrerausbildung habe ich so gemerkt, dass es viel mehr gibt als nur das. Also ich wusste ja immer, es gibt viel mehr und habe immer schon, war immer auf der Suche und habe immer gesucht, was es noch für Möglichkeiten gibt, wo ich noch was verändern kann und wie, welche Realitäten ich noch eintauchen kann auf unterschiedlichste Art und Weisen. Und dann hat eine meiner Kolleginnen, die Virginie, hat irgendwie vor unserer Yogalehrerprüfung und ich hatte extreme Prüfungsangst. Ich habe meine Magisterprüfung 2 Jahre vor mir hergeschoben, weil ich so viel Angst hatte vor den Prüfungen. Und bei der Yogalehrerausbildung war das so, dass die dann irgendwie meinte irgendwann, du, könntest du mir mal diese Punkte halten und ich halte sie dir auch und das macht so, das entspannt einen dann so. Und ich dachte so, ja, warum nicht, gerne. Und dann haben wir das gemacht und ich bin hyper entspannt in diese Prüfung gegangen und ich dachte natürlich, das wäre ich gewesen. Also ich habe das gar nicht den Bars zugesprochen oder gedacht, dass das die Bars wären, was oft passiert, nicht wahr? Wir merken das jetzt auch, wir sind beide Bars, Access Bars Ausbilderinnen geworden. Das heißt, wir bilden Leute aus und bringen Leuten diese Punkte bei. Und es ist so, wenn wir die Bars geben oder wenn wir es ausbilden, dass die Leute es oft nicht darauf zurückschließen, dass es die Bars sind, die diese ganzen krassen Veränderungen in ihrem Leben verursachen oder mithelfen oder anregen oder anstoßen. Und es liegt einfach daran, dass wenn man die Bars empfängt, dass dann Veränderungen mit so einer großen Leichtigkeit passiert, dass man es manchmal fast gar nicht merkt, weil genau. Die Dinge, die du dir vorher nicht getraut hast, und bei mir war das wahnsinnig viel, weil ich so viele Ängste hatte, ich habe mir quasi gar nichts getraut. Ich war eigentlich gar nicht wirklich lebensfähig, ne? Und das, da hat und das sich ist jetzt so vieles das Gegenteil, mit einer Leichtigkeit verändert, dass das nachher selbstverständlich sind die Dinge gegangen, die vorher wirklich undenkbar für mich waren. Ne? Bei mir war es so, dass ich, als ich dann mit den Bars angefangen habe und das regelmäßig ausgetauscht habe, immer mehr, also ich bin sehr lebensfreudig schon immer gewesen, die mich kennen, wissen das, dass ich schon immer viel gelacht habe, schon viel in der Leichtigkeit war und immer auf der Suche war eben nach Dingen. Und dann, nachdem ich meine Weltreise gemacht habe und wieder zurück in Deutschland war, irgendwie eine Schwere hatte. So eine, wo ich dachte, jetzt sind die Möglichkeiten zu Ende. Ich habe irgendwie nicht mehr diese Leichtigkeit, die Dinge so zu machen, wie ich es früher gemacht habe. Ich bin einfach auf Weltreise gegangen, habe gesagt, ich gehe jetzt auf Weltreise und habe es einfach gemacht und war 1,5 Jahre unterwegs. Und danach war das wirklich so, als wäre es nicht mehr da. Irgendwie habe ich mir einen Geldmangel kreiert, ich habe mir so eine ganz kleine Welt kreiert, in der ich immer noch glücklich war und zufrieden war, aber es war ganz klein. Und mit den Bars habe ich sie jetzt so extrem eröffnet und so erweitert, dass ich jedes Mal selber erstaunt bin darüber, was ich alles mache, wohin ich inzwischen alles wieder reisen kann und wie sich meine Welt immer mehr öffnet und immer mehr weitet. Und deswegen auch unsere Einladung an euch, also wirklich, falls ihr die Bars noch nicht kennt, probiert's aus. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, und Wahnsinn. Es ist wirklich völlig egal, wo euer Startpunkt ist. Ja? Ja. Wir hatten ja jetzt wirklich einen ganz unterschiedlichen Startpunkt. Ne? Ich war gar nicht mehr lebensfähig und ich hatte auch keine Lust mehr aufs Leben. Ne? Mhm. Und ich war wirklich so in dieser Forderung, entweder es ändert sich was oder ich höre echt auf. Ne? Und, mein Gott, das hat sich wahnsinnig viel verändert, seit ich die Bars kennengelernt habe. Ja. Und ja, also wenn du... Egal, wenn du so freudig bist wie die Melika und... Genau. Oder einfach merkst, oh, früher ging alles leichter und irgendwas hat sich verändert in einem energetischen Raum. Du kommst einfach, du findest wieder zurück, du findest in dein Wissen. Und das ist, glaube ich, das, was ich an Access und an den ganzen Werkzeugen von Access liebe. Es geht darum, was du weißt und dass du weißt, dass alles Wissen in dir ist. Und du findest einen leichteren Zugang, wenn du die Bars zum Beispiel benutzt, zu deinem eigenen Wissen. Genau, und du kommst mehr und mehr in die Erlaubnis für dich selbst. Das war was mir völlig gefehlt hat. Deswegen war ich auch nicht so fröhlich wie du. Ja. Ne? Ja. So, aber da kann man mit so einer Leichtigkeit hinkommen, das ist einfach phänomenal. Mhm. Und deshalb, egal wo dein Startpunkt ist, ne, wenn du, auch wenn du gerade gar keinen Lebensmut hast oder denkst irgendwie, wo ist eigentlich die Freude in meinem Leben? Mich hat das früher immer furchtbar aufgeregt bei anderen Modalitäten, wenn die immer gesagt haben, ihr sollt wieder fröhlich sein wie die Kinder. Ich wusste nicht, wie ein Kind fröhlich sein kann. Das habe ich einfach nicht erlebt gehabt. Mhm. Ne? Und jetzt, seit ich eben Access Consciousness kenne und mit den Bars und den anderen Tools so viel mehr Leichtigkeit gewonnen habe, jetzt weiß ich, was fröhlich bedeutet. Das ist
ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein geiler Unterschied das ist für mein Leben. Ja, also was mir gerade auch kam, als du von anderen Modalitäten gesprochen hast, es ist oft so bei den Dingen, die ich angefangen habe oder gelernt habe, dass es immer Restriktionen gab. Es gab immer, du darfst aber das und das nicht machen und du darfst das nicht und das solltest du auch nicht machen und man sollte koscher leben oder man sollte so leben und dann ist es der richtige Weg. Und nur wenn du es richtig machst, dann kommst du voran. Oder findest die Erleuchtung irgendwann. Ja, und hier geht es wirklich darum, dich und deinen Körper zu fragen, so, hey, was würde mir jetzt Spaß machen? Hey Körper, was würde dir jetzt Spaß machen? So in dieser Verbundenheit mit dem Körper zu sagen, worauf hast du Lust? Was würdest du gerne anziehen? Was würdest du gerne essen? Und auf einmal merkst du, oh, ich habe jetzt Lust auf Fleisch, dabei bin ich Vegetarierin gewesen. Und dann hat man aber auf einmal, der Körper hat dann Lust auf Fleisch, weil er braucht irgendwas, was in diesem Fleisch drin ist. Und dann isst du das und dann merkst du, wow, das ist das geilste Stück Fleisch, das ich je gegessen habe. Heißt nicht, dass du jeden Tag Fleisch essen musst. Es geht darum, in der Verbundenheit mit deinem Körper immer in der Frage zu sein. Immer in der Frage mit dir, mit deinem Körper, mit dem, was um dich rum passiert. So, was würde heute der größte Beitrag sein für uns und den Planeten? Genau. Das ist auch so ein großer Unterschied, dass bei Access Consciousness einfach der Körper so eine große Rolle mitspielt auch. Ne? Ja. Also ich habe früher meinen Körper immer so als lästiges Anhängsel irgendwie betrachtet. Den habe ich immer als störend empfunden. Ne? Und dementsprechend hatte ich auch jede Menge körperliche Symptome entwickelt. Ne? Und das hat sich so gravierend für mich verändert, weil ich einfach jetzt mit meinem Körper unterwegs bin. Ne? Und das ist so faszinierend. Also ich kann es auch echt nur empfehlen. Ich hatte ganz viel Bewertung über meinen Körper. Ich bin aufgewachsen mit Bewertungen über den Körper, dass er schöner sein müsste, dass er besser sein müsste, dass er länger sein müsste, dass er einfach nicht perfekt ist. Und ich habe tatsächlich erst wirklich einen krassen Frieden, und das habe ich letztens gemerkt, wir haben einen Call gemacht über Beziehungen zum Körper oder dann komm raus aus deinem Fleischgefängnis, hieß das mit Graham Kroskel, war unglaublich gut. Und da habe ich gemerkt, in was für einem Frieden ich schon bin mit meinem Körper. Ich habe immer noch Bewertungen darüber, aber ich habe bei einer Serie mitgemacht, auch von Access Consciousness, und es war eine Gruppe, die hieß I am Beauty, Hashtag I am Beauty. Ich werde es unten nochmal posten. Ihr könnt garantiert noch in diese Gruppe reingehen und einfach nur mal gucken. Und wir haben über 30 Tage lang uns bei jedem einzelnen Körperteil Übungen gemacht. Also entweder wir haben uns bedankt oder wir haben sie fotografiert und gesagt, was schön daran ist. Und ich habe ein ganz anderes Körperbewusstsein in dieser Zeit entwickelt und bin so dankbar. Das hat die Sarah Grandetti, heißt die, glaube ich, ist die Schwester von Dr. Dane hier. Und Cassie, ich weiß nicht mehr, wie sie weiter heißt, aber unglaublich, unglaublich toll. Und ich habe mir auch gestern Nacht erst überlegt, ob ich nicht so eine Gruppe initiieren sollte, weil ich das so faszinierend fand, was für eine Veränderung da passiert ist. Ja, wenn man für seinen Körper dankbar ist. Genau. Ne? Und wirklich, dadurch nicht mehr so bewerten kann. Wenn du dankbar bist, kannst du nicht mehr bewerten. Genau. Ne? Und dann kommst du wirklich in Einklang mit deinem Körper. Und ne? in eine ganz andere Energie. Also ihr merkt, so, wenn wir drüber reden, das ist so bei der Bewertung ist es immer so, dass wir irgendwie etwas klein machen, als nichtig empfinden. Wenn ihr in die Dankbarkeit geht, dann wird es auf einmal so groß und bekommt Raum und wird so ganz leicht. Oder wenn wir in Widerstand sind. Genau. Ne? Also ich hatte ich habe nur so ein bisschen Druck auf den Kopf gerade im Moment, weil ich hatte was, das hätte ich früher einfach eine Grippe genannt, ne? Und da wäre ich sofort in Widerstand damit gegangen. Und ich hatte früher auch schon Grippe. Ne? Und dann ging das 3-4 Wochen, wo ich wirklich flachgelegen bin. Ja. Und jetzt war es so, ich hatte montags ein Commitment gemacht, was wirklich gravierend zu verändern in meinem Leben und wirklich noch sichtbarer zu werden mit allem, was ich bin. Und hatte dann noch eine Körpertherapie, wo sich sehr viel gelöst hat dabei. Und dann hat mein Körper einfach gesagt, Moment mal, ich habe noch so viel von diesem alten, negativen Zeugs in den Zellen gespeichert. Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt muss ich das loswerden, weil du hast hier einen Schritt weiter gemacht und da will ich mit. Genau. Und dann hat er sich 2-3 Grippeviren, die irgendwo unterwegs waren, die hat er gefunden. Ist faszinierend. Und hat sie sich rangezogen, um wirklich
das Zeug, was da in den Zellen gespeichert war, wirklich im Fieber zu verbrennen. Und das, so genauso hat sich das angefühlt. Und ich war so die ganze schön. Zeit super dankbar, wie genial mein Körper das macht. Ja? Und jetzt schaut euch an, wie Hannah mit umgeht. Das ist das. Das ist der Unterschied. Jeden Tag habe ich gespürt, wie es leichter wird, wie der Raum größer wird, wie meine Möglichkeiten sich erweitern, wirklich mit meinem Körper auch unterwegs zu sein und neue Dinge ins Leben einzuladen. Und das ist was, habt ihr es gehört? Dieses, es nicht zu bewerten, dass man krank ist und zu denken, das ist jetzt falsch, dass jetzt die Krankheit wieder da ist und alles ist so, sondern in die Erlaubnis zu gehen, zu sagen, wow, welcher Beitrag ist das gerade für mich? Das finde ich, das ist so ein wichtiger Punkt und das ist so nicht zu unterschätzen, weil unsere Gesellschaft funktioniert so, oh, ich bin krank, ich muss Medikamente nehmen, ich muss funktionieren, ich muss gucken, dass ich sofort wieder da bin oder sofort wieder funktionieren kann. Und ich muss zum Arzt, weil ich selber keine Ahnung habe, ne? Genau. Wie es jetzt genau. besser werden kann genau. für mich. Und diese Grippe, ich habe jetzt nur so ein bisschen leichte Symptome, ne? Aber ich bin wieder so fit, dass ich eigentlich fast alles machen kann. Ja. Und wirklich die Zeit, wo es mir wirklich nicht so gut ging, das waren 8 Tage. Das ist für so eine richtige Grippe wenig. Ne? 4 Tage davon hatte ich hohes Fieber. Und auch die Ansicht. Und dann ging es ganz schnell. Genau, die Ansicht besser, darüber, ne? dass es während dem Fieber dieses Ganze, was in den Zellen an alten Mustern, altem Gedankengut, dass das gelöst werden kann, damit wieder Platz für Neues ist, damit wieder Platz für neue Möglichkeiten da ist, für neue Sachen da ist. Für Kreativität, für Fokus, für einfach auch Energie, wieder neue Energie da ist. Und diese Krankheit nicht als was Schlechtes anzusehen, sondern etwas, was dich weiterbringt. Bei Kindern zum Beispiel, da finde ich es ganz, ganz extrem. Bei Kindern könnt ihr es richtig gut beobachten. Wenn ein Kind einen Fieberschub hat zum Beispiel, ist es so, dass es danach auf einmal wieder etwas anderes kann. Also nach dem ersten Fieberschub vom Aziz konnte er, glaube ich, dann anfangen zu sprechen. Nach dem zweiten konnte er anfangen zu krabbeln oder zu laufen. Also das hat jedes Mal irgendwie kam diese Krankheit vorher. Und statt dann diese Krankheit runterzumachen und zu gucken, dass der Körper einfach fiebern darf und das vernichten darf, was da ist im Körper, was da festsitzt. Dass in den das wirklich Zellen. Sinn macht. Genau. Ne? Weißt du, wie ich da drauf gekommen bin? Nein. Ganz einfach mit der Frage, Körper, was machst du da gerade? Genau. Oh, du hast deinen Körper gefragt. Ich habe meinen Körper gefragt. Oh mein Gott. Weil euer Körper ist der Experte und wenn der irgendwas macht, dann macht er das nicht umsonst. Ne? Und wenn ihr wirklich in der Frage seid, hey Körper, was machst du da gerade? Dann könnt ihr ein Gewahrsein dafür entwickeln, was passiert hier wirklich? Und wie genial ist das eigentlich? Wie genial ne? sind wir eigentlich? Und dann ist das keine Krankheit, sondern dann ist das ein wunderbarer, gesunder Prozess, der da gerade abläuft. Ne? Ja, ja. Und ich wollte gerade nochmal zu dieser Erlaubnis, weil ich finde diese Erlaubnis, dass das sein darf, dass man Erlaubnis für sich und seine Krankheit hat oder sein, was man auch immer in seinem Leben kreiert hat. Also egal, wo ihr seid, im Moment in eurem Leben, es ist richtig. Und in der Erlaubnis dafür zu sein, ist, glaube ich, eine der allergrößten Werkzeuge, die wir haben bei Access in unserem Leben. In der Erlaubnis für alles zu sein, für deine Stimmungen, für deine Gefühle, für deine Emotionen. Weil wenn du in Erlaubnis bist und nicht in den Widerstand gehst, verbraucht es nicht so viel Energie und es eröffnet ganz andere Möglichkeiten. Genau, und solange du im Widerstand bist, hältst du quasi unbewusst an diesem Ding fest. Genau. Ne? Und sobald du in die Erlaubnis gehst, öffnet sich der Raum für